Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2, die Kampagne 3 und Mission Nummer 17. Es geht voran, es geht voran und wir müssen hier noch starten. Wir haben letztes Mal aufgehört bei den Zügen kaufen. Jetzt müssen wir die Züge natürlich alle in Betrieb nehmen. Ich lasse auch gleich mal laufen. Wir mussten glaube ich etwa 12 Züge hier in Betrieb nehmen. Ja, schauen wir mal. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Es könnte Chaos pur geben hier. Ich lass mal normal laufen. Was wir jetzt machen, ist, dass die Städte natürlich auch besser beliefert werden. Ne? Hier sehen wir, der erste auch schon raus hier. Es gibt ein Minusgeschäft, ein enormes Minusgeschäft. Wir machen zuerst mal noch ein bisschen für unsere Leute in der Stadt was. Ne? Also hier kommen sie ja an. Machen wir hier einen schönen Rundkurs durch die Stadt. Na, da wieder durch, da lang, hier unten. Ah, da können wir nicht zumachen. Okay, das machen wir noch in dem Fall. Oder nicht? Nee, lassen wir offen. Muss er halt da wenden. Genau, dann geht der zurück. Und zwar fährst du dann... Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, komm, fahr hierher. Dann noch da lang. Und hier unten. Und dann kommst du wieder hier vorne durch. Okay, machen wir so eine Linie. Bisschen speziell, aber... Na. So. Diese Station wird dann halt einfach zweimal angefahren. Genau. So, machen wir das so. Sollte, ja, die hat die Überkreuzung, die man auf die andere Seite starten müsste, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben 13, das macht etwa die Hälfte, können wir brauchen, etwa 7. Hä? Wir etwa 7 Busse hier auf, knallen gleich mal ein Depot hin. Den Chrom zwar, das ist nicht so schlimm. Passagiere. Nehmen wir 7 Stück. 3. Dann haben wir Hangzhou. Wir ebenfalls. Hier haben wir eine. Gehen ihnen durch. Ah, oh, jetzt ist er unglücklich. Sehr unglücklich. Zentrum werde ich natürlich schon auch gerne was haben. Gut, dann gehen wir gleich hierher und machen wir es so. Okay, also wir starten von da nach da, hier, zack, dadurch. Ja, das passt. Hier machen wir auch 7 Stück. Ich werde wieder ein Depot setzen, das ist nicht so schlimm. Na, ja. Und 7 Busse gerne. Auch hier. 4. Gut. Und dann auch haben wir natürlich noch die größte Stadt, Shanghai. Shanghai ist ebenfalls ja. Nein, Quatsch, so. Ich habe den Faden verloren. Habe ihn aber schnell wieder gefunden. Da kommen sie rein, gehen wir in diese Richtung weg. Gleich ins Zentrum rein. Und so viel wie möglich mitzunehmen, auch von den Riesentauern hier.
Große Fahrwege haben wir da. Oh, wow, oh, wow. Oh. Ich fahre da Wirrwarr, hä? Wir fahren da Wirrwarr. Durch das Ganze durch. Ja. Sind jetzt nicht allzu viele Stationen, hätte man wahrscheinlich können. Dann ich etwa so 10 Busse. Treffen müsste man natürlich. Ne? Ja, ja. Ah doch, gibt doch noch ein bisschen mehr. Ne? Ah, 11. Machen wir 11 Busse. Machen wir das wieder auch hier. Die Hälfte. Ah, setzen wir den hier hin. Machen wir 11 Stück. Stück auf die Linie 5 und dann haben wir noch den einen. Das wäre in Suzhou, glaube heißt so. Auch da machen wir Haltestellen von so reinkommt. Er geht immer hier durch. Dann, ja, genau. Jetzt bin ich auf die Maus gekommen. Ganz schlau gemacht. Ja. Gleich in die Betriebe rauf. Und dann wieder. So, ne? Sehr gut. Linie. Auch einige an. Ja. Auch 7 Stück machen wir da. Erst noch ein Depot hinklatschen. Gleich hier in der Verlängerung. Und wie gesagt, 7 Stück machen wir das mal wieder so auf diese Art. Linie 6. So, jetzt sind eigentlich alle ausgestattet. Wir können auch schon mal Gas geben. Dann mal schauen. Wir haben ja 7 Leute transportiert. Das Ziel ist natürlich, dass wir noch alles anschließen. Oder wahrscheinlich müssen wir dann alles anschließen. Werden wir dann aber sehen. Ich weiß es nicht so genau. Gut. Ja, wir müssen warten. Personen transportieren. Wir können die da nicht tun. Aber ihr seht schon, es warten viele Leute. Na, es warten viele Leute hier. 16 waren da auch schon unterwegs. Und es gibt halt Wartezeiten, das sieht man hier. Ja, können wir nicht ändern. Können wir leider nicht ändern bis hier. Es, die Strecken sind zu kurz. Und hier knallt schon mal. Weil... Genau, der muss nochmals wenden. Der muss nochmals wenden, sonst geht das nicht. Und dann müsste der abfahren können. Ne, der kann nicht abfahren. Warum kann der nicht abfahren? Was liegt da noch für ein Problem vor? Ah, so ist das. Ah, so ist das. Okay, also die Spur wird hier nicht gewechselt, weil das hier noch falsch ist. Ja, dann kann das kann nicht funktionieren. Ja, das kann nicht funktionieren. Da. Erhalt falsche. Da. So, jetzt müsste er es erkannt haben, ja. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, jetzt fährt er auch. Das war noch das Problem, hä? Gut, und jetzt kann auch der rein.
So, der muss jetzt warten, logischerweise. Nicht schlimm. Wir haben viel zu viele Züge. Aber, ja, für diese kleine Distanz halt. Regelverkehr. Und was eigentlich gar nicht normal ist. Schon abgeschlossen, sehr gut. So, was müssen wir? Triff eine Entscheidung. Schwerer Privatverkehr oder öffentlicher Verkehr? Machen wir öffentlicher Verkehr. So, was will er dann? Okay. Industrie oder Gewerbe? Machen wir Industrie. Du hast dich entschieden. Gut, erfülle sämtliche Bedingungen, weil jetzt haben wir Aufträge. Beim anderen wahrscheinlich auch, aber. Jetzt geht es mehrheitlich um Industrie. Maschinen liefern, Baumaterial liefern und Treibstoff liefern. Okay, machen wir das. Klicken wir dich mal zuerst weg. Ich lasse mal laufen, dass Kohle reinkommt. Nee, Kohle ist übertrieben. Wir werden Züge wieder wegnehmen. Das ist zu viel. Too much hier. Und zwar Linie 2. Das ist zu viele Züge. Ich sag mal so, 4 Züge reichen da. Und hier reichen 2 Züge. So, tut mir leid, aber das ist einfach zu viel. Das brauchen wir nicht. So viele Züge braucht, wie es Gott, keiner. Das läuft auch so. Gut, Maschinen liefern. Jetzt müssen wir zuerst mal suchen, wo Maschinen sind. Hier sind Maschinen. Das ist gut, dann haben wir Baumaterial. Hier ist Baumaterial und Treibstoff. Habe ich da vorhin auch gerade noch gesehen, hier unten. Also Treibstoff, Baumaterial und Maschinen. Und wohin? Einfach liefern. Ja, wer halt das braucht. Also hier, die brauchen mal Baumaterial. Auch Baumaterial, ja super. Die auch Baumaterial, das ist gut. Die brauchen Maschinenteile. Und die brauchen doch auch noch Treibstoff. Das ist ja gut. Gut, wie liefern wir das? Das könnten wir eigentlich mal mit... Aha. Jawohl, lesen wir gleich durch. Importiere 100 Güter. Ja. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir importieren gleich Güter. Ich weiß zwar nicht wohin. Ist da einen speziellen Ort? Ah, okay. Da müssen wir Güter liefern. Egal was. Ne, Waren. Ja, Waren müssen wir liefern. Waren wird wo produziert? Natürlich ganz am Ende der Nahrungskette hier. Okay. Sollen wir gleich das mal machen, weil die haben am längsten. Nehmen wir auch einen Zug. Oh, der fährt aber quer durch. Und lässt das Ganze hier abladen. Okay, das machen wir jetzt zuerst. Und zwar machen wir auch gleich hier den ganzen Bahnhof mit 2 Gleisen. Setzen das gleich mal hier hin. Ja. Versenkt, naja, und das andere Gleis setzen wir bei den Waren hin. So, dann haben wir, das bleibt, das liefern wir hierher, das ist auch gut, und das liefern wir nach Shanghai. Ja. Das sind die nächstgelegenen. Aber hier haben wir ja gesagt, dass wir dann mit LKWs durchziehen. So, jetzt machen wir zuerst das Gleis. Können wir schnelle nehmen oder sollen wir die langsam? Wir nehmen die langsam. Wir haben noch eine lustige Strecke hier. Wir müssen nämlich hier Shanghai umfahren. Sollen wir die innere verwenden? Ne, wir nehmen die äußere. So.
Und das Ganze machen wir natürlich doppelspurig. Ja. Ja. Und natürlich auch Signale. Das darf fehlen. Ich glaube, ja. Und wir machen doch mehrere. Nicht allzu viele, aber. Und hier vorne möchte ich gerne. Ja, dass sie wieder weg sind. So. Jetzt wäre auch die Linie. Fehler. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das stimmt soweit. Da habe ich irgendwo einen Bock geschossen gerade. Das ist korrekt. Habe ich nicht verbunden. Das stimmt. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Oh, wo habe ich denn jetzt einen Fehler gemacht? Stimmt auch. Und das stimmt auch. Ah, habe ich hier vielleicht. Das ist die Linie 7. Ah, die geht auf die 1. Aha. Ja, die Linie 7 muss natürlich nicht auf die 1 gehen. Der Haltepunkt hier, du gehst natürlich auf die 2. Ja, jetzt klappt's. Perfekt. Dann lassen wir das schon mal liefern. Das sind ja Waren. Waren haben wir ja nicht drin. Von dem her nehmen wir da Depot rein. Ja, machen wir das hier. Machen wir das da. Bisschen eng, aber das ist nicht so schlimm. So, und du musst ja Waren haben. Dann nehmen wir das günstigste, was wir hier haben können. 80 Durchbrettern. Das sind eben nur 100. Machen wir dann einfach 2 Cargo. Waren. Kannst jetzt 40 mitnehmen, mach 60 Stück. 7, gut, das läuft. Dann haben wir hier gesagt LKW. Da gehen wir zuerst mal das LKW-Teil rein. Dann unbedingt wichtig auf die Güter. In früheren Folgen haben wir auch schon solche Fehler gemacht. Komm, wir machen zuerst die Straße. War nicht so eckig. Ah, oder sollen wir hier rüberwachsen? Das wäre natürlich auch noch etwas Geiles. Machen wir gleich so. So, und dann haben wir noch hier hinten. Das will nicht. Doch. Egal wie es aussieht. Und der ist am einfachsten eigentlich. Nee. Denkste. Brückenpfeiler Kollision. So, so. Warum das? Ah, ein bisschen tief. Schauen wir mal, was wir da sonst noch so haben. Nichts geht. Okay, schlecht. Das ist schlecht. Wie komme ich jetzt darüber? Wo geht's? Machen wir es dazu. Okay. Können wir die einzelnen Sachen ausstatten? Wie gesagt. Ah komm, wir nehmen gleich den hier oben. Der kürzeste von allen.
So nahe wie möglich, so weit wie weg wie möglich. Dann gibt es nämlich einen kleineren Weg hier. So, hier unten Baumaterial gefragt. Abladen. Wir hier vorne. Hier auch noch. Und wieder zurück. Linie. Und hier. Da. Dem. Dann brauchen wir auch ein Depot. Auch gleich da. Und lassen gleich mal paar Cargo-Leute. Wir drei Stück, wir müssen nicht übertreiben. Linie 8. Ja, sehr gut, das läuft. Dann haben wir hier drinnen Abladeort. Oh. Da ist jetzt noch tricky, wo wir den jetzt hinsetzen. Machen es mal so. Oh. Nicht unbedingt top, was ich jetzt. Au! Zuerst noch den hier verwenden. Gut. Und jetzt können wir die Linie setzen. Von da haben wir einmal den hier und einmal den. Und dann kann er da wieder zurück. Perfekt. Und wir setzen auch da noch ein Kabäuschen hin. Und ebenfalls den hier verwenden. Ja. Haben wir 4 Stück, weil er ein bisschen den längeren Weg hat. Gut. Und das auch noch. Machen wir gleich. Ja, zuerst. Der eben an. Und da, wer braucht denn das? Ah, hier oben wird das benötigt. Ja. Können wir alles abfangen? Nicht ganz, hä? Gut, machen wir so. Auch eine Linie. Warten wir von da. Hier oben und wieder zurück. Ja. Dann machen wir auch mehrere. Machen wir auch 4 Stücke. Können wir das verwenden? Stück. Die Linie 11. Sehr gut. Und wir lassen es krachen. Liefert der schon? Ne, der liefert wohl kaum. Hä? Aber hat der schon Waren? Der hat keine Waren. Ah, da ist noch gar nicht vollständig hier. Ja klar, da kann auch nichts liefern. Müssen wir natürlich noch komplett abschließen hier das Ganze. Vollkommen recht, was da die KI macht. Und hier nur abladen. Da. Linie. Ja, ah. Depot noch. Wir zwei Stück. So, jetzt müsste das Teil hier hinten angeregt werden. Ja, dann merken, dass da eigentlich eine Linie vorhanden ist. Mal schauen, wann er es merkt. Versand, Produktion wäre da, der Versand noch nicht. Hä? Der Versand fehlt noch. Muss zuerst noch angeregt werden. Haben wir noch einen Fehler drin irgendwo? Das ist ja unser Abnehmer hier, ne?
Der will Waren haben. Waren wird hier unten produziert, aber der produziert so keine. Verbunden ist er. Können wir nicht klagen, aber er produziert keine Abnehmer. Ist nicht da. Der Abnehmer ist nicht da. Schauen wir nochmals, wo der Fehler liegt. Die anderen scheinen zu funktionieren. Das funktioniert auch. Und der funktioniert auch. Nur der wird nicht angeregt hier. Aha. Ach so, das Import. Ach so ist das. Okay. Jetzt habe ich kapiert, um was es geht. Ja, das Import. Ah, ja, das kann nicht funktionieren so. Das bedeutet, oh Mann, dass wir hier einen Bahnhof noch machen. Oh Mann, wie dämlich ist das denn? Ja, ist ja klar. Muss hier noch einen Bahnhof hinklatschen, einen kleinen. Oh je. Oh, wie machen wir das jetzt? Was machen wir jetzt so? Es muss nicht schön sein, aber es muss funktionieren. Das hat es jetzt gerade nicht. Kein Wunder. Da. Zack. Bereit. Den hier noch doppelt. Und dann machen wir diese Linie. Wo ist da die braune her? Die. Oder? Die geht nicht zu dem hier hinten, nach Wuxi. Sondern du gehst hierher. Es ist ja Import, nicht Export. Es ist ja Import. Ne? Macht keinen Sinn, was ich gemacht habe. Also der produziert. Das kann auch noch nicht funktionieren. Ich werde das noch schnell ersetzen. Das hier geht weg. Und wir setzen das hier. Ja, seht ihr? Jetzt geht's los. Eieiei. Na gut. Okay, gut. Aber wir machen hier auch eine Pause. So, jetzt haben wir nach dem Fehler gleich korrigiert. Das ist ja okay. Und das andere, das läuft auch wunderbar. Wir machen hier eine Pause und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir haben die Städte hier verbunden, die wir mussten, haben die Leute transportiert und haben jetzt hier begonnen mit der Industrie das Ganze zu beliefern, mit einem kleinen Missgeschick, dass wir den Import und Export verwechselt haben, dass hier eben nicht Sachen importiert werden müssen, sondern hier wird hin importiert und das müssen wir eben in unsere Städte importieren. Vielleicht wäre das wahrscheinlich auch noch im Text gestanden. Naja, gut, also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich, euer Packy. Bye bye.